Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist der erste Advent und ich freue mich, dass ich mit euch dieses kleine Video machen darf. Es gibt kein Einpackvideo, ich habe einfach nicht so viel. Ich habe gestern noch was für den Shop vorbereitet, deswegen gab es gestern kein Einpackvideo. Nächste Woche gibt es dafür hoffentlich ein längeres. Nichtsdestotrotz ist heute der 1.12. und somit... in diesem Jahr der erste Advent. Ja, ich habe euch mal meinen Kalender mitgebracht. Den packen wir gleich aus und ich zeige euch gleich, was ich noch Schönes habe. Ihr könnt hier schon mal ein paar Sachen aus meinem Kalender sehen. Ich habe tatsächlich, also ich meine, hier ist so zum Beispiel was beschädigt, deswegen habe ich es aussortiert. Ich habe auch nicht alle verkauft, die ich eingepackt habe. Deswegen können wir das super gut auspacken. Und hier habe ich etwas improvisiert, weil ich natürlich die Sachen, die ich für euch eingepackt habe, nicht nochmal als Ersatz da hatte. Also habe ich mir gedacht, komm, ich packe die eben schnell selber einmal in solche einfachen Tüten ein und dann können wir mal zu den Adventstagen immer mal so ein bisschen aufmachen und dann kann ich euch den Inhalt von meinem Kalender zeigen. Den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, wenn ihr es nicht irgendwo seht. Den gibt es aber, glaube ich, gar nicht so häufig irgendwo anders zu sehen. Aber damit ihr einfach mal gucken könnt, was so Schönes drin ist. Also das machen wir gleich. Ich habe allerdings noch einen mit Süßigkeiten. Den habe ich von der lieben Nats bekommen. Und schaut mal, und zwar ein Kinder-Many-Friends Adventskalender. Den habe ich auch noch nicht aufgemacht. Und es ist Zeit, heute das erste Türchen zu öffnen. Das mache ich jetzt mit euch. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, ja warte mal, du hast da noch einen. Der steht auch in der Küche, wohlweislich in der Küche, damit ich hier oben nicht drangehe. Und jetzt schauen wir mal, wo haben wir denn die 1? Ah, hier ganz unten. Den machen wir mal auf und gucken mal rein, was da drin ist. Und, oh, wie süß, ein kleiner Pinguin. Das Ding ist ein bisschen lang. Ihr seht schon, es ist ziemlich groß. Und da haben wir so einen kleinen, süßen Pinguin drin. Oh, der ist ja wirklich süß, ne? Mit einer Weihnachtsmütze. Werde ich auf jeden Fall gleich essen. Kommt auf jeden Fall zur Seite. Und die anderen werde ich noch nicht aufmachen. Die werde ich wirklich jetzt Tag für Tag öffnen. Aber ist halt Schuppi drin, ne? Also ist jetzt tatsächlich alles ganz entspannt. Wir haben mit Knusperkeks Karamell, Knusperkeks und mit Milch was drin. Ich glaube, der Pinguin könnte Knusperkekse heute drin sein. Lasse ich mir nachher auf jeden Fall schmecken. Und dann habe ich noch was mitgebracht, weil ich euch unbedingt zeigen wollte. Ich habe es auch schon gepostet, weil ich das so, so cool fand. Meine Bestellung ist nämlich angekommen und ich wollte euch die nicht vorenthalten. Und falls ihr noch ein cooles, personalisiertes Weihnachtsgeschenk sucht für alle, die so ein bisschen Glitzer lieben, habe ich euch noch was mitgebracht. Und zwar habe ich, die Tasse ist jetzt allerdings nicht ordentlich gespült, glaube ich. Die hat noch so ein paar Macken drin, oder? Die ist nicht ganz trocken. Egal, die hätte ich mich gerade gespürt, weil ich sie auch schon benutzt habe. Und zwar sind das solche Tassen von Sunnywall. Ich verlinke euch den Shop unten, da könnt ihr gerne mal stöbern gehen. Die haben nicht nur Glitzertassen, die haben ganz viel, was man personalisieren lassen kann. Und das sind so richtig schöne, ja, das ist so ein weihnachtlicher, so, weiß ich nicht, silberblau Glitzerbezug. Und dann sind halt Motive drauf gedruckt. Schaut mal. Ja, ich habe mir einmal die ausgesucht, die ist nicht personalisiert, aber da sind halt ganz viele Motive drauf. Weil ich mich für mich auch nicht entscheiden konnte, habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich die mit. Und dann steht hier für die Seele drauf. Was ich cool finde, die haben einen richtig schönen großen Henkel. Da war ich erstmal verdutzt, weil normalerweise die Tassen, ne, seht ihr das? Vom Henkel her Vergleich. Also der ist schon ein bisschen größer als die, die ich normalerweise habe. Ist noch ein bisschen komisch, wo ich mir gedacht habe, so, hä? Anfassen? Ja, ja, ist ein bisschen größer. Und dann habe ich auch noch welche personalisieren lassen. Und zwar habe ich euch die Story schon mal erzählt, dass ich bei meinem Bruder ja irgendwie gefühlt keine Tasse anfassen darf, weil entweder ist es seine Tasse oder die von seiner Frau. Ja, sorry, aber was soll ich machen? Soll ich aus meiner bloßen Hand trinken? Also habe ich mir gedacht, ich bin ja ein bisschen eigennützig und uneigennützig. Also schenke ich ihm eine Tasse, ihr eine Tasse, mir eine Tasse für seinen Haushalt und natürlich auch quasi dem Bruder von meiner Schwägerin auch eine. Das heißt, bei ihm steht Onkel drauf, bei mir steht Tante drauf, bei ihr steht Mama drauf und bei ihm steht Papa drauf. Und ich möchte euch die Papa-Tasse zeigen. Ich fand das so genial, als ich das gesehen habe, ich gedacht, ich will kein anderes Motiv, das muss für meinen Bruder her. Ihr
sagt mir doch mal, ist das geil oder ist das geil? Der Blick ist so richtig schön geil. Ja, mein Bruder ist halt auch manchmal ein sturer Esel, ist halt auch manchmal so. Aber mein Bruder ist eigentlich ein herzensguter Mensch, wenn man ihn genau kennt. Aber der erste Eindruck kann halt manchmal täuschen. Aber mein Bruder ist halt auch manchmal stur wie so ein Esel. Der hat da die Eigenschaften von seiner Mutter. Naja. Was will man machen? Aber als ich die Tasse gesehen habe, habe ich gedacht, das ist genau perfekt passend. Und deswegen steht da auch nur Papa drauf und jetzt nicht jetzt sein Namen, weil ich gedacht habe, komm, so diese Mama-Papa-Tassen sind halt ein bisschen neutraler mit Marcel oder so. Dann finde ich halt ein bisschen doof. Aber ja, theoretisch könnte er die auch so an seinen Sohn vererben, wenn der auch mal Papa wird, damit er auch eine Papa-Tasse hat. Vielleicht weiß man ja nicht, ne? So, die sind auf beiden Seiten angebracht und ich fand die so cool. Und ja, habe ich mir personalisiert. Ich habe die Montag bestellt. Und Freitag war das Paket da. Das hat sich noch einen Tag verzögert. Das ist einen Tag noch im Postauto mitgefahren. Das heißt, theoretisch hätte ich es sogar schon Donnerstag bekommen. Also, wenn ihr schnell genug seid, habt ihr auf jeden Fall noch eine Chance, es vor Weihnachten zu bekommen. Und für jemanden, der Glitzer mag, und ich sage immer so schön, jeder braucht ein bisschen Glitzer in seinem Leben. Egal wie, ist das halt eine super coole Geschichte. Ich denke, die muss man mit der Hand spülen. Ich denke nicht, dass die Spülmaschine fest ist. Ich habe leider auch keinen Sticker drauf, ob die Spülmaschinen fest sind oder nicht. Deswegen, ich spüle sie mit der Hand. Ich habe auch keine Spülmaschine, aber wenn, packt die bitte einfach nicht in die Spülmaschine, weil ich weiß nicht, ob das Glitzer das aushält. Aber ansonsten, das Glitzer färbt auch nicht ab oder so. Das ist fest auf der Tasse drauf und ich finde es super süß. Ich verlinke euch den Shop mal unten drunter, falls ihr Bock habt und sagt, boah, wie geil, wie cool ist das denn? Brauche ich. Und ich habe mir noch eine schöne Motivationskarte mitgenommen. Die habe ich aber längst jetzt unten liegen lassen. Die habe ich nicht mit hochgenommen. Die haben auch ganz, ganz süße Karten für. Ich sage jetzt mal ein geringes Geld, weil ich hatte ja für jeden eine Tasse ausgesucht und für mich eine Tasse. Und ich brauchte irgendwie noch 2, 3 Euro und habe mir dann einfach noch eine Karte mitgenommen, die ich ganz cool fand. Und die kommt irgendwo hier hin. Ich weiß gar nicht, wie die war. Wie hießen die? Es war ein ganz, ganz cooler Spruch. Ich kann euch die mal als Community-Post machen. Dann könnt ihr die auch mal sehen. Also die wirklich eine schöne Karte. Nichtsdestotrotz, also das ist einmal, wenn ihr noch irgendwie Weihnachtsgeschenke braucht und irgendwas Personalisiertes haben wollt und was Niedliches haben wollt, vielleicht auch für eure Kinder, Tochter, Frau, was auch immer, dann ist das auf jeden Fall was. Und zum ersten Advent machen wir ja auch ein bisschen was Gemütliches. Das heißt, wir müssen heute auch ein Türchen aufmachen. Wir haben aber nur eins, ein einziges. Also ich kann mit euch nur eins auspacken. Und zwar suchen wir mal die eins. Da ist die 1. Und jetzt zeige ich euch mal, was in meinem Release Paper Adventskalender drin ist. Und dazu machen wir das. Die Tütchen, ist egal. Ich mache die jetzt kaputt. Ich habe die schön eingepackt. Ist auch egal. So, das ist das Motiv. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und tada! Sind die nicht süß? Irgendwie. Guck mal, ich habe, als wenn ich das geahnt hätte, ne? Die Schoki passt perfekt zum Release-Papier. Und auch so richtig süß, herzlich, ne? Der freut sich hier mit seinem Dings. Dann pennt er eine Runde, dann Hand in Hand. Und auch hier ein Kuscheln mit Herzchen und so. Ich fand das, ich habe das gemacht und habe das halt, ich fand das total schön und habe gedacht, das ist so was richtig schön Erfrischendes für einen Weihnachtskalender. Es soll ja auch nicht nur weihnachtliche oder winterliche Motive sein. Deswegen gibt es in dem Adventskalender halt auch immer was, was so ins ganze Jahr passt, ne? Und ich muss jetzt von euch wissen, wie findet ihr es? Süß? Süß? Ja, nein, vielleicht? Cool? Nicht cool? Und ich weiß, es ist, der Kalender ist ja nicht so oft verkauft worden. Und ich weiß, das ist die Nati auf Instagram teilt jeden Tag. Das heißt, da könntet ihr theoretisch auch mal vorbeigucken, wenn ihr das schon vorab sehen wollt. Wenn ihr euch auf die Sonntage freut und sagt, hey cool, dann kriege ich das am Sonntag alles zu sehen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr Sonntag immer mit einschaltet und dann kann ich euch die bis dahin aufgelaufenen Release-Paper zeigen. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist allerdings, dass ich packe die jetzt hier mal wieder rein, dass ich habe jetzt zwei unterschiedliche Kalender gemacht und ich habe für den Deluxe-Kalender und für den kleinen Kalender hier was Kleines und ich habe für den kleinen Kalender tatsächlich kein 24. Türchen, weil das, was ich hier habe, habe ich für die 6 gepackt. Und ich habe erst überlegt, für den kleinen Kalender das auf die 24 zu tun, aber ich habe mich dagegen entschieden.
ihr habt ja jede Menge Release-Papier und das hat auch seinen Grund, weshalb das dann auf der 6 gelandet ist. Für den Deluxe-Kalender habe ich ein bisschen mehr. Da machen wir auch ein bisschen mehr auf. Das heißt, da könnt ihr auch sehen, was noch im Deluxe-Kalender drin ist. Das versteckt sich hinter diesen drei Päckchen. Beziehungsweise das hier ist nicht für den 24., das ist nämlich für den 25. Das heißt, der Deluxe-Kalender hat sogar 25 Türchen gehabt und nicht nur 24. Und ja, dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall für nächste Woche gespannt sein. Wir haben ja 2, 3, 4, 5, 6. Freitag ist der 6. Das heißt Nikolaus. Das heißt, wir können nächste Woche auch dieses schöne Geschenk auspacken. Das heißt, es werden viele, viele Release-Paper aufgemacht. Schön Türchen für Türchen. Und dann können wir gucken, was da alles Schönes drin ist. Und ich bin gespannt, was ihr zu dem Inhalt sagt. Ich habe ja schon ein Feedback bekommen. Da konnte es jemand nicht abwarten und hat den ganzen Kalender doch schon ausgepackt, weil ja, sie so viel Stress und hatte und sich einfach eine Belohnung gönnen wollte und hat dann den Kalender schon ausgepackt und hat sich sehr dafür bedankt. Und ja, da scheint er auf jeden Fall schon gut angekommen zu sein. Ich hoffe mal, ihr habt die nicht alle vorher ausgepackt und ihr lasst euch jetzt Tag für Tag ein bisschen überraschen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Inhalt wirklich gefällt und ich bin mal gespannt, was ihr jetzt hier zu dem ersten Türchen sagt und ob ihr gespannt seid, was in den anderen Türchen drin ist, also in den anderen Türchen hier. Und das nächste Video wird es dann nächste Woche am 2. Advent geben und ich freue mich schon sehr, wenn ich mit euch dann alle weiteren Türchen bis dahin aufmachen darf. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen ganz, ganz entspannten Sonntag. Lasst euch nicht ärgern. Habt Spaß bei dem, was ihr auch mal tut. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Wochenende. Dann wird das Video wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Heute habe ich ein bisschen mehr gebabbelt. Ist ja heute auch nicht viel zum Zeigen. Wir haben heute erst den 1.12. Und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.